So, das führt uns zu 17.8 und 17.9 in gemeinsamer Behandlung. Einmal ist Einreicher Fraktion Die Linke, einmal Einreicher Bündnis 90 Die Grünen. Die könnten jeweils jetzt starten, uns die entsprechenden Anträge einzubringen. Und danach starten wir in die Fraktionsrunde und die beginnt mit der AfD-Fraktion. Bitte schön, Herr Scheubach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir wissen es alle, egal ob beim Semperopernball, bei dem Besuch von Weingütern oder auch bei den Partys hier im Rathaus, der Herr Oberbürgermeister, der lässt es gern krachen und da ist auch nichts zu teuer, da wird wirklich tief in die Stadtkasse gegriffen. Es werden ja seit einigen Jahren hier im Rathaus immer wieder rauschende Partys veranstaltet. Welchen Zweck haben diese Veranstaltungen? Nun, das ist ganz offensichtlich, dass um das Image des Oberbürgermeisters ist es ja nicht zum Besten bestellt und deshalb dienen diese Partys dem Zweck, dieses Image aufzupolieren. Und wenn wir uns dann anschauen, was das alles kostet, dann muss man sagen, das Image, das scheint arg ramponiert zu sein. Denn die Kosten für diese Partys hier im Rathaus belaufen sich inzwischen auf sage und schreibe 637.321 €. So. Da muss Oma Erna aus Gorbitz eine ganze Weile für stricken, meine Damen und Herren. Und vor allem, wenn wir uns mal vor Augen führen, es gibt ja immer wieder Haushaltssperren hier in dieser Stadt, unter der viele Bereiche leiden. Das Soziale, die Kultur, die Umwelt, da ist dann immer kein Geld da. Aber für die Partys, da ist natürlich Geld da. So, das ist der erste Punkt, mit dem man sich mal kritisch auseinandersetzen muss. Es gibt aber einen zweiten Punkt, nämlich für die Partys in den Jahren 2018, 2019, und 2022 erfolgte keine Ausschreibung. Diese Aufträge wurden allesamt freihändig vergeben. Das muss man aus meiner Sicht sehr kritisch betrachten, weil die Voraussetzungen dafür nicht gegeben waren. Und das, was hier die Stadtverwaltung behauptet hat dazu, also mit Verlaub und freundlich formuliert, mutet das exotisch an. Noch problematischer wird es, wenn man sieht, dass in diesen Jahren eine Agentur immer wieder die wesentlichen zentralen Aufträge erhalten hat, nämlich die Eventagentur Schröder. Die hat in diesen Jahren Aufträge für sage und schreibe 415.000 € erhalten, ohne jede Ausschreibung. Man muss es sich noch einmal vor Augen führen. Und dann sind wir beim nächsten Punkt, der Fragen aufwirft. Es ist ja nicht nur irgendeine Agentur, die diese Aufträge, ich wiederhole es nochmal, für 415.000 € erhalten hat. Nein, es ist die Agentur, mit deren Chef Herr Hilbert gut befreundet ist. Aber nicht nur das. Man kann ja durchaus mit dem einen oder anderen hier in Dresden befreundet sein. Das kommt vor. Nein, es ist genau die Agentur, die dann auf wundersame Weise seinen Wahlkampf realisiert hat, es war seine Wahlkampfagentur. Und das wirft dann die nächsten Fragen auf. Meine Damen und Herren, und deshalb sind wir der Auffassung, dass man sich mit dieser Angelegenheit, mit diesen Auffälligkeiten, mit diesen sehr ungewöhnlichen Zusammenhängen einmal näher auseinandersetzen muss. Und deshalb haben wir einen Antrag vorgelegt, nämlich das Rechnungsprüfungsamt zu beauftragen, und zwar mit der Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung bei der Vergabe von Aufträgen
der Vorbereitung und der Durchführung der Partyveranstaltungen des Oberbürgermeisters. Im zuständigen Fachausschuss hat das ausschließlich Zustimmungen und Enthaltungen erfahren, keine Nein-Stimme. Also ich werbe insofern auch heute für Zustimmung zu diesem Antrag. Abschließend möchte ich noch mal auf eines aufmerksam machen. Es gab ja eine sehr interessante Reaktion der Stadtverwaltung, als wir diese Vorgänge öffentlich gemacht haben. Da wurde dann ganz nach dem Motto, wenn du nicht überzeugen kannst, sei längst transparent und öffentlich gewesen. Und dem muss man hier ganz klar entgegentreten. Wir haben Anfragen gestellt und der Oberbürgermeister war es, der die Antworten auf diese Anfragen die Vertraulichkeit angeordnet hat. Erst auf unsere Intervention ist die Vertraulichkeit aufgehoben worden. Dann ist es erst öffentlich geworden. Und da muss ich jetzt intervenieren. Die Redezeit ist abgelaufen. Da haben Sie recht, Herr Oberbürgermeister. Da müssen wir uns natürlich dran halten. Ohne unsere Intervention wären diese Vorgänge also nicht öffentlich geworden. Ich denke, es ist richtig, das Rechnungsprüfungsamt zu beauftragen. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und werbe um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank. Frau Filosine, mit dem zweiten Antrag. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein zweiter, nahezu inhaltlich gleicher Antrag liegt von uns schon seit geraumer Zeit vor. Wir wissen, wir sind nie dazu gekommen, im Stadtrat ihn endlich zu beschließen. Heute ist es soweit. Zwei inhaltsgleiche Anträge. Ich würde trotzdem sagen, der Ton macht die Musik. Und ich bin ganz offen, mich hat beim Antrag selber, der war ja in Ordnung, aber der Kommentierung dessen schon gestört, dass man da eigentlich schon genau weiß, was das Rechnungsprüfungsamt sicherlich und wahrscheinlich und überhaupt rausbekommen wird. Es wurde in der Presse von Hofstaat und Günstlingen gesprochen. Auch das finde ich schwierig. Ich bin hundertprozentig dafür, dass wenn man einen Verdacht hat, dass bestimmte Dinge nicht ordentlich gelaufen sind, dass wir geradezu verpflichtet sind, das Rechnungsprüfungsamt dann drauf gucken zu lassen. Wir haben das vor vielen, vielen Jahren mal bei der 800-Jahr-Feier. Auch im Stadtrat gab es einen, glaube ich, einstimmigen Beschluss auch, dass wir da das Rechnungsprüfungsamt drauf gucken lassen. Da sind auch im Organisationsbüro ein paar Dinge zu hinterfragen gewesen. Und es war damals auch sehr gut, dass wir das getan haben. Also ich kann nur sagen, Herr Scheubach hat gerade gesagt, der Oberbürgermeister lässt es ordentlich krachen. Das will ich gar nicht kommentieren. Mir ist nur von meinen beiden Stadtratskolleginnen, die bei der Party waren, erzählt worden, dass die Linke es dort offensichtlich trotz aller ihrer Kritik, die sie ja aus allen Röhren geschossen hat, auch ordentlich hat krachen lassen, indem sie nämlich mit zwei Ständen war einmal vor der Tür und einmal in der Tür. Ich weiß nicht, wer das hinterfragen möchte. Jedenfalls finde ich das ein bisschen pharisäerhaft, um das mal auf den Punkt zu bringen. Nun gab es ja auch eine Akteneinsicht. Ich habe die mit meinem Kollegen Thorsten Hans auch schon wahrgenommen. Also ich denke, das Rechnungsprüfungsamt wird sicherlich die eine oder andere Frage stellen werden. Ich sage nur mal eins, weil das ist, glaube ich, ziemlich offenkundig. Also dass man irgendwie das Thema GEMA erst vergisst, ist schon, wenn man Feier erfahren und Party sozusagen auch erfahren ist, sollte man eigentlich wissen, dass die GEMA-Gebühr anfällt. Also das nur mal ein so ein Stichwort. Und ansonsten verlasse ich mich darauf, dass das Rechnungsprüfungsamt, wenn es Unsauberkeiten oder Nachlässigkeiten gibt, die finden wird und die entsprechend anmahnen wird, aber eben Vorverurteilungen oder gar alles in die böse Ecke schieben, ist nicht unser Stil. Wir bleiben dabei, dass wir als grüne Fraktion
dieses Format für junge Leute eigentlich für ein geeignetes halten. Und uns, wir haben jetzt gesehen, es soll ja weitergehen, es wird wieder ausgeschrieben. Also wir müssen natürlich tatsächlich immer beim Thema dann, was wird bei der Haushaltssperre gesperrt, also was wird freigegeben an Mitteln und wo ist man dann vielleicht doch sehr großzügig. Da kann man sicherlich nochmal drüber debattieren, ob da die Prioritätensetzung immer so ganz in unserem Sinne ist. Aber ansonsten, wie gesagt, kriegt jetzt, denke ich mal, das Rechnungsprüfungsamt offiziell einen Auftrag und dann werden wir sehen, was da rauskommt. Vielen Dank. So, damit sind erstmal beide Anträge eingebracht und jetzt steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Wie ich es eingangs gesagt habe, AfD beginnt. Herr Gilke. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner, als ich die Anträge gelesen habe, dachte ich mir so, Wahnsinn, eine richtig gute Idee. Was ich nur nicht richtig glauben konnte, dass diese Anträge von den Linken und von den Grünen kamen. Haben Sie jetzt kaufmännischen Sachverstand? Nein, das kann nicht sein. Dafür ist deren Geldgießkanne viel zu aktiv. Also was bewegt diese beiden Fraktionen, einen so sehr vernünftigen Antrag zu stellen? Da bleibt nur Mutmaßungen. Man will den OB, wenn es einen Fehler gibt, bloßstellen. Nun, ob es so ist oder nicht ist, werden wir vermutlich nie erfahren. Wir von der AfD werden diesen beiden Anträgen zustimmen, weil wir den OB nicht bloßstellen wollen, sondern weil wir den Umgang mit Steuergeldern immer kritisch sehen und das in unserer Verantwortung damit sehr sorgsam und ernst umgehen. Dass die Linken und die Grünen diese Wertvorstellung nicht teilen, kann ich mit einer Sache sogar hier und jetzt beweisen. Sie sträuben sich, einer Evaluierung der Jugendhilfe zuzustimmen. Und dass das ein kleiner ist, wissen wir alle. Was die ganze Sache allerdings brisant macht, haben wir gestern gesehen. Wenn andere Fraktionen mit der AfD stimmen, ist das ja schlecht. Nun werden die Linken und die Grünen damit umgehen. Jetzt wissen sie ja, dass die Stimmen der AfD bekommen werden. Ich sehe da im Augenblick nur zwei Szenarien. Das eine, sie stimmen gegen ihren eigenen Antrag, was aus ihrer bisherigen Argumentation das einzig Richtige ist. Oder sie nehmen unsere Stimmen, bekommen den Antrag durch, reden mit der SPD, die wiederum redet mit dem DDV-Verlag, der redet mit den Redaktionen und siehe da, es wird keinen Artikel geben, der da lauten könnte. Linke, Grüne und AfD überprüfen Schulter an Schulter den Oberbürgermeister in seinem Umgang mit Steuergeldern. Es wird spannend. Vielen Dank. So, wird Bündnis 90 Die Grünen nochmal das Wort gewünscht? Nein. CDU. Frau Arnold. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte. Ganz kurz, weil eine Aussage, Herr Scholbach, die hat mich doch ein wenig verärgert bei Ihrer Darstellung hier vorn. Sie haben diese Partys, finde ich, in einem Licht dargestellt, die Sie nicht verdienen. Wir geben hier, und ich finde, das ist richtig so, für Kultur in vielerlei Hinsicht, ob für die Philharmonie, für Hellerau und für anderes viel, viel Geld aus. Ich glaube, es ist richtig und wichtig, dass wir auch die jungen Leute mit unseren Aktivitäten im Blick behalten. Und die 18er-Party für jeden, der hier da war, das hat tatsächlich etwas gebracht. Das hat das Rathaus den jungen Leuten etwas näher gebracht. Und ich hoffe sehr, dass dieses Format, ist ja jetzt gerade wieder neu ausgeschrieben, dass dieses Format auch bleibt. Und eine zweite Sache, die gefällt mir überhaupt nicht, nämlich, dass Sie es, Herr Scholbach, hier so als die große Dirk-Hilbert-Show darstellen. Also ich hätte gedacht, zum heutigen Tag hätten wir mal über den Rechnungsprüfungsbericht sprechen sollen. Konnten wir aber nicht, weil wir die große Scholbach-Show hatten, der ja unbedingt zu diesen Anträgen hier reden musste. Und wir wären schon viel, viel weiter, hätten wir es einfach ohne Debatte hinbekommen. Aber Sie ziehen das Thema, um es immer wieder zu haben. Das bringt uns nicht weiter. Wir werden als CDU-Fraktion selbstverständlich beiden Anträgen zustimmen. Es ist wichtig, dass man für alle Beteiligten hier mal genau hineinschaut. Das Thema Vergabe ist immer ein brenzliges. Und es tut gut, wenn man da hineinschaut und wenn man da von unabhängiger Stelle einen entsprechenden Bericht hat.
Wäre besser gewesen, wir hätten es vor der nächsten Ausschreibung schon gewusst. Herzlichen Dank. So, Fraktion Die Linke noch mal das Wort gewünscht? Nein. SPD? Herr Hecht, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, liebes Publikum, liebes junges Publikum, ich finde die Partys im Rathaus eigentlich auch eine ziemlich gute Idee. Das ist auch mal eine sinnvolle Verwendung für diese schönen Hallen, dass hier ordentlich gefeiert wird und dass hier ordentlich Musik gespielt wird, dass es richtig laut ist und die Leute tanzen. Wer ist bei so einem Spektakel eigentlich mit dabei? Es sind vier. Es ist der Gastgeber, die Stadtverwaltung, der Oberbürgermeister. Es ist das von mir angesprochene Publikum, was sich wohlfühlen soll und Lust bekommen soll und dieses Rathaus vielleicht auch gleich von Anfang an ein bisschen anders kennenlernt. Es ist der Organisator, der diese Party organisiert als Dienstleistung und es sind natürlich die Künstlerinnen und Künstler, die DJs, die Musikacts, die die Menschen zum Tanzen bringen sollen. Das ist auch gar nicht so problematisch, das Konzept, sondern die Umsetzung und der damit verbundene Vorwurf, dass hier möglicherweise nicht alles so sparsam, wie es sein sollte, zugegangen ist und eben durch die Beteiligten, dass vielleicht hier ein Kompensationsgeschäft vermutet werden muss. Das muss eigentlich ziemlich schnell aus der Welt geräumt werden, deswegen ist das Rechnungsprüfungsamt zu beauftragen. Das ist eine ganz klare Geschichte, denn das ist nun der fünfte Mitspieler, der gucken muss, ob die anderen richtig getanzt haben. Und er macht es im Auftrag von dem, der hinter allem steht, das ist der berühmte Steuerzahler. Ich finde es auch wichtig, dass man da genauer hinschaut, denn als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich auch von Summen gehört, die mich ein bisschen skeptisch machen und die ich hier auch nochmal erwähnen will. Es ist also ein Künstlerpaket beauftragt worden, das hat einen Umfang, davon kann ein mittlerer Techno-Club sein Jahresprogramm bestreiten. Oder man kann ein sehr ordentliches Festival machen mit regionalen und auch nationalen Acts. Wenn ich aber die DJs frage, was habt denn ihr hier bekommen, könnt ihr davon das restliche Jahr leben, dann sagen die, nee, sie haben auch nur die üblichen paar hundert Euro bekommen, die man für so eine Stunde Auflegen halt bekommt. Und da, liebe Leute, da tut sich für mich eben doch eine Lücke auf, wo ich sage, ja, wo ist denn das hin, das Geld? Wenn man sich die Acts anschaut, die sind nicht berühmt, also so berühmt gewesen. Das ist jetzt hier niemand, der kürzlich verstorben ist oder niemand, der aus Übersee kommt. Also das waren alles sozusagen ganz normale Rummel-Techno-Programm teilweise. Und diese Lücke sozusagen, die muss aufgeklärt werden. Denn hier ist ja ganz klar, hier ist jemand übervorteilt worden, hinters Licht geführt worden oder auch behumst worden. Und wenn das der Fall ist, dann hat hier jemand behumst, hinters Licht geführt oder auch übervorteilt, wenn sich das so rausstellen sollte. Und damit wir hier möglichst bald Klarheit bekommen, ist dieses Rechnungsprüfungsamt, was wahrscheinlich am wenigsten tanzt in dieser Stadt, und das ist auch richtig so, damit zu beauftragen. Vielen Dank. FDP das Wort gewünscht. Herr Maloney, bitte. Vom Platz aus machen. Wir werden uns heute bei beiden Anträgen enthalten. Ich danke Frau Fiusene für die Versachlichung der Debatte mit ihrem Antrag. Wir werden dieser Untersuchung nicht im Wege stehen. Aus unserer Sicht ist allerdings alles recht offen dargelegt. Und wenn es hilft, dass Herr Scholbach dadurch sein Ergebnis bei der OB-Wahl besser verkraftet oder vielleicht auch nachhaltig verarbeiten kann, dann ist es doch eine gute Sache, wenn wir da einen Bericht vom Rechnungsprüfungsamt bekommen. So, Freie Wähler, Freie Bürger, das Wort gewünscht? Nein. Dann haben wir noch Dissidenten, Herr Aschenbach. Geht es noch? Nein.
Wenn Frau Filius jene versachlicht hat, dann mache ich wohl die Verunsachlichung. So. Das Rechnungsprüfungsamt möge des Oberbürgermeisters Partyallüren überprüfen. Für 150 bis 200.000 Euro pro Abend lädt der Partytiger alle 18-jährigen Dresdner einmal im Jahr zur Bum-Bum-Fatsche ins Rathaus. Gebeten hat ihn darum keiner, aber das kümmert ihn ohnehin nicht. 200.000 Euro, das sind 23 Schulbibliotheken, 4 Kunstrasenplätze oder ein Jahr entgeltfreier Eintritt für alle Kinder und Jugendlichen in städtische Kultureinrichtungen. Oder eine LED für das Steierstadion, LED-Tafel für das Steierstadion. Eine müßige Rechnung, denn angesichts der versammelten Adoleszenz werden im Stadtrat alle ein bisschen feucht und wollen ihren Teil abhaben. Jetzt geht es darum, dass bei Dirks teurer Nachtschicht fast eine 500.000 Euro an des Partypupers Buddy und Oberbürgermeister Wahlvereinsvorstand Schröder tanzten und deswegen wollen Linke und Grüne die freihändige Vergabe nun doch nochmal genauer vom Rechnungsprüfungsamt untersucht sehen. Ich bin auch für die Prüfung. Da kann ruhig mal jemand gucken, ob sie in ihrer Gier geschludert haben, die kleinen Raffkes. Wer zu doof ist, die überschaubaren Formalien einer Wahl zu erfüllen, ist vielleicht auch zu blöd, sich legal dafür auszahlen zu lassen. Ich glaube aber, bei Geld gibt sich Schweinchen schlau mehr Mühe als bei dieser schnöden Demokratie. Legal, illegal, scheißegal, weiß doch eh jeder, dass dieser Herr Schröder nicht aus freundschaftlicher Verbundenheit und gesellschaftlichem Verantwortungsbewusstsein dem Oberbürgermeister zu den fettesten Wahlkampfbudgets verhilft. Ebenso sollte jedem die FDP-Gesinnung des »Die Stadt ist ein Konzernbürgermeisters« bekannt sein, in der private Gewinne und persönliche Bereicherung ehrenwerte Ziele sind. Das nennen sie Freiheit. Was mir ja immer noch nicht einleuchtet: Wie kann es ausgerechnet dem FDP-Hobbyökonom Dirk Hilbert gelingen, mit einer Saufveranstaltung zu marktüblich hohen Getränkepreisen mit 3000 trinkwütigen 18-Jährigen im eigenen Haus, mit tausenden unberechneter Arbeitsstunden, dutzender Rathausmitarbeiter 150.000 Euro miese zu machen? So, damit sind wir durch die Fraktionsrunde durch mit spannenden Beiträgen. Jetzt haben wir weitere Wortmeldungen. Frau Abel. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Zuhörende. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass so dargestellt wird, als wäre das der Beitrag zur demokratischen Erziehung, indem man hier feiert. Ich will gar nicht die Meinung tauschen, ist das sinnvoll, hier zu feiern oder ist es nicht sinnvoll zu feiern. Ich finde, wenn junge Menschen von 18 Jahren, manchmal bringt man ja auch einen jüngeren Mitstreiter mit oder einen älteren, sie durften ja jemanden auch mitbringen, wenn diese anstehen müssen in einer langen Reihe, um alle persönlich Herrn Hilbert die Hand zu geben, finde ich das sehr merkwürdig. Und ich finde, die Person, die hier ganz viel zur demokratischen Erziehung in diesem Rathaus beiträgt, nämlich die Kinder- und Jugendbeauftragte, die immer um jeden Euro betteln muss, die dieses Haus belebt. Man kann nämlich in der Woche kommen und da sind immer wieder Schulklassen von ganz kleinen Schülerinnen, also sehr jungen und älteren Berufsschülern sind hier immer in diesem Haus. Und die beleben das. Das ist ein Demokratiebeitrag. Ich glaube nicht, dass die Demokratiebeiträge einer solchen Party besonders hochwertig sind. Ich habe nichts gegen das Feiern, aber wir könnten vielleicht die Legalisierung illegaler Partys vielleicht ins Auge fassen. Da tun wir auch was für die Jugend, wie Frau Arnert gefordert hat. Aber insgesamt wünsche ich mir, wir hätten mehr Geld für die Kinder- und Jugendbeauftragte mit ihrer wichtigen Aufgabe als für Partys. Danke. So, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Dann könnten wir zur Abstimmung kommen. Und gestatten Sie mir nur den Einsatz. Wissen Sie, wenn Ihnen viele junge Leute, deren Eltern in der Stadt Dankeschön sagen für die Veranstaltung, dass sie gelaufen ist, ist das eigentlich... Genau. Die waren sehr dankbar, dass es da stattfindet und äußern das auch positiv. Und ich sage das... Das ist die Abstimmung mit den Füßen.
Das möge Ihnen nicht gefallen, das möge sein. Und wir werden jetzt das Rechnungsprüfungsamt gerne beauftragen, die Prüfung durchzuführen. Ist mir eine Freude. So, jetzt kommen wir zur Abstimmung zunächst über den Antrag Fraktion Die Linke. Und wer zustimmen möchte, dem federführenden Ausschussbericht, der ist jetzt an der Reihe. Ja-Stimmen, 1 Nein, 4 Enthaltung, damit so beschlossen. Und wir kommen zu dem Antrag unter 17.9, Einreichung Bündnis 90 Die Grünen. Auch hier der federführende Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 2 Enthaltungen, damit ebenso beschlossen.